Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich zeige euch heute, wie ihr auf der PlayStation und auch auf der Xbox einen fremden Sim zu eurem Haushalt hinzufügen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der linken Seite. So, damit ihr jetzt einen anderen Sim zu eurem Haushalt hinzufügen könnt, müsst ihr auf eurem Controller oben die vier schwarzen Tasten drücken. Diese drückt ihr alle vier gleichzeitig. So, und jetzt öffnet sich hier oben diese Zeile und wir müssen jetzt als allererstes den Cheat Testing Cheats True eingeben. Und das bestätigen wir dann jetzt, indem wir entweder hier unten auf Fertig gehen oder hier in meinem Falle R2 drücken. So, ich drücke jetzt Fertig und schon habe ich die Benachrichtigung, dass dieser Cheat aktiviert wurde. Ich drücke jetzt auf Kreis und schließe die Cheat-Leiste. Jetzt muss ich mir dann nur noch den Sim aussuchen, den ich eben zu meiner Familie hinzugefügt haben möchte. Ich drücke jetzt X und O auf meinem Controller gleichzeitig. Muss natürlich mit dem Cursor auf dem Sim sein. So, jetzt öffnet sich hier ein neues Menü und wir wählen dann jetzt einfach zur Familie hinzufügen. Ja, und schon ist der gute Travis in meinem Haushalt drin und ich kann ihn steuern. Wichtig ist hier, dass ihr nicht mehr als 8 Sims in eurem Haushalt haben dürft, weil wenn ihr mehr als 8 Sims habt, funktioniert das leider nicht. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!